Schauen wir mal. Da ist eine Brücke. Es sind erstaunlich wenige Wölfe gerade hier. Ach, da ist der Staudamm. Sehr schön. Na, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, es gibt in diesem Staudamm... Gibt es eine Chance von... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren mal 50%, dass da ein Wolf drin spawnt. Das ist der einzige Gegner da drin. Ich wette, bei meinem Glück ist der Wolf auch tatsächlich drin. Was sind da noch? Das ist noch ein Stock, den nehme ich noch mit. Da auch. So, ansonsten... Ich höre und sehe keinen Wolf, das beunruhigt mich etwas. So, da habe ich noch irgendwas gesehen hier. Achso, das war einfach nur nichts. Schön. Da haben wir noch ein Reh. Haben wir einen Wolf irgendwo rumlaufen? Nein. Okay. Dann hole ich mir mal ganz kurz das Reh hier. 1,5 Kilo Fleisch, das nehme ich doch gerne mit. Jetzt kommt Wolf, zack, tot. So. Die Gedärme lasse ich jetzt extra mal drin, weil das kostet mir jetzt zu viel Zeit. Und ich hoffe jetzt tatsächlich, dass da kein Wolf im Damm drin ist. Ich weiß gar nicht, wie schnell man das mitbekommt. Toll, jetzt wird's spannend. Okay. Ich hatte doch eine Flare dabei, ne? So. Oh, so finster hier, das ist fies, ich sehe nichts. Verdammt! Nein, 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 nein! Du Mistvieh! Nein! Weg! Ah! Oh. Ah, oh, ich wusste es! Das Problem ist... Bin ich verletzt? Nein. Der ist jetzt hier lang gelaufen, oder? Ach, weil... So... Das Problem ist, wo ist denn der? Ich sehe hier nichts. Ah. Na, komm her. Wo ist er denn? Na, komm her. Miets. Nee, wie macht man das bei Hunden? Boah, das ist gerade echt mies. Das ist gerade echt mies. Drücke Taste 1 oder 2, danke, habe ich gesehen, vielen Dank. Wusste ich nicht, dass ich das damit wechseln kann. Okay, so. Ach, der ist da festgepackt gerade. Funktioniert das? Boah. Oh, Glück gehabt. Er ist da festgepackt. Ja, Wolfskadaver. Ich weiß nicht, sind hier mehr als ein Wolf oder dann... Oder ist hier nur maximal einer? Ich weiß es gerade gar nicht. So, ich gucke mich jetzt erstmal hier um, in Ruhe, bevor ich jetzt irgendwas mache. Boah. Das war jetzt ja gut, dass er da festgebackt ist. Das habe ich nämlich, sonst wäre das echt... Okay. So.
sonst wäre das jetzt Spiel eigentlich vorbei gewesen, wenn man es genau mitnehmen möchte. So. Wolfskadaver. Wir sind momentan... ich bräuchte eigentlich mal... Gibt es hier einen Ofen oder sowas? Ich müsste nämlich langsam aber sicher mal was essen. So, da haben wir ein Buch. Das können wir für zum Feuer verwenden nehmen. So. Schauen wir ganz kurz. Die Soda müsste uns doch eigentlich was, was geben hier in Gesundheit, ne? Genau. Die gibt uns nämlich ein bisschen was an Nahrung. Das passt. Dann trinken wir gleich noch einen Schluck Wasser hinterher. Okay. Wenn nur einer drin ist, dann ist das beruhigend. Ah, ein Müsli-Riegel. Den haue ich mir auch mal gleich mit rein. So. Ja. Aber wie ich gesagt habe, mega Glück. Ich wusste, dass... Ich habe fast damit gerechnet, dass der Wolf hier drin ist. Ach halt, das haben wir schon. So, was haben wir hier? Weil ich habe bei sowas immer, immer Glück. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe wenigstens die Knarre bekommen. Das ist schon mal ein Anfang. So, okay. So. Okay. War die andere Richtung. So. 10. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Na. Hallo? Nein! Okay, 10 und dann 16. Okay, also 10. 16. So. Oder 15 und dann... Na, 29. Da war ich ein bisschen zu schnell. So, also 10. 15 und 29. Hoch. Achso, 10. 15 und 29. So, öffnen. Okay, so. What have we here? Ah, cool, Gewehrmunition. Das ist gar nicht mal schlecht. Die können wir durchaus gebrauchen. Was haben wir hier? Einfaches Werkzeug. Streichhölzer. Bügelsäge zum Zerlegen benötigt. Ah, okay, das kann ich dann zerlegen. Da kriege ich wahrscheinlich Metallschrott raus. Metallregal. Ach so, ich kann das ganze Zeug hier... Ah, ich kann das ganze Zeug hier dann zerlegen. Das ist auch cool. Das ist aber neu, glaube ich, oder? Das, das gab es wohl nicht. Dass man die das zerlegen konnte. Wie lange dauert das? 45 Minuten. Nee, ich würde gerne vorher etwas noch etwas essen. Sturmlaterne. Wie viel? Oh Mann, wir sind fast voll. Ich würde auch gerne langsam... Wasserreinigungstablette, was haben wir hier? Ein Brecheisen. Okay. Jetzt wird es langsam ein bisschen viel, was wir mit uns rumschleppen. Da haben wir noch einfache Stiefel. Da möchte ich mal ganz kurz gucken. Okay. Die sind auf jeden Fall schlechter. Da haben wir noch eine Patrone, sehr schön. Okay, dann schauen wir ganz kurz den Aktenschrank durch. Trockenfleisch. So. Streichhölzer. Na komm schon. Toll. Ein Haufen, Schränke etc. Ah, eine Wollmütze, Gott sei Dank. Die ziehe ich auch gleich mal an. So, dann haben wir zumindest mal im Kopf etwas. Damit uns ein bisschen Wärme... Halt, da ist noch was, oder? Das habe ich übersehen. Genau, den habe ich übersehen. Wollsocken. Schauen wir ganz kurz, sind die besser als unsere? Nein. Okay, hier habe ich dann, glaube ich, alles. Metallregal, da unten liegt noch was. Gewehrpatronen, sehr schön. Okay, jetzt glaube ich, sind wir eigentlich einigermaßen dann gerüstet, sofern wir wieder zurückkommen dann. Eine Gewehrpatrone haben wir noch.
So. Dann schauen wir hier nochmal ganz kurz. Da haben wir noch eine Flare. Ach nee, das ist ja die, was wir geworfen haben. Die kann man liegen lassen. Den würde ich dann auch gerne so langsam eigentlich zerlegen. Aber vorher... Ach, falsche Taste. Würde ich gerne... Das Trockenfleisch hält eh nicht mehr lange und ich müsste langsam mal das Fleisch braten. Sonst vergammelt uns das noch. Nee, der Schwierigkeitsstufe ist die mittlere. Also ist nicht ganz schwer, aber auch nicht ganz einfach. Ich habe die mittlere Stufe genommen. Ich wollte es nicht, gleich komplett übertreiben. So. Haben wir hier zufällig irgendwo einen Ofen? Nee, ne? Beziehungsweise, ich konnte doch mal... Aktionen zu leben. Ich konnte doch mal auch irgendwie ein Lagerfeuer machen. Oder geht es nur draußen? Irgendwo konnte man, glaube ich, noch mal ein Lagerfeuer machen. Weil hier kann ich auf jeden Fall... Gibt es auf jeden Fall keinen Ofen und nichts. Das heißt, mir wird das Fleisch vergammeln. So, was haben wir hier? Natürlich nichts. Oh, Zedernholz. Das nehmen wir natürlich mit. Und wir werden langsam erschöpft, weil wir sind nämlich weit über dem Limit, was wir haben. Da muss ich gleich mal gucken, was wir vielleicht da lassen, was wir wegschmeißen. Ja. Das ist eine Feuertonne. Ach, da. Okay, das nehmen wir mit. Okay, kann ich da dann eigentlich auch, so. So, ich nehme jetzt einfach mal, wir haben doch sowieso noch zwei Bücher, ich nehme jetzt einfach mal das Buch zum Feuer machen. Da weiß ich nämlich, dass es dann funktioniert bei 98%. Ja, vielen Dank, habe ich gesehen, ja. Ich dachte, ich habe bloß immer, bin an die Tonnen hin und die waren alle so, man konnte nichts machen damit, aber ich habe die, dass da eine Feuertonne ist, das habe ich übersehen. Vielen Dank. So. Na komm schon. Wenn es jetzt bei 98% ich jetzt das vergeige, Feuer zu machen, dann, das wäre sehr schön. So, Zedernholz. Das schmeiße ich gleich mal rein komplett. Und dann brate ich gleich mal das Fleisch hier. Und dann können wir das auch gleich verzehren. Dann haben wir das nämlich, durch. So. Reh. Zack. Dann muss ich mal gucken, dass wir den Wolf noch ausnehmen dann. So. Essen. So. Reh gegart. Dann essen wir, hauen uns das mal rein. Das hier auch gleich hinterher. Dann trinken wir noch schnell einen Schluck. So. Feuertonne. Regaren. So, dann haben wir das Fleisch auch durch. So. Dann. Wie sieht's aus? Wir sind müde. Okay. Den Schlafsack habe ich jetzt natürlich nicht dabei, ne? Den habe ich clevererweise im Haus gelassen, weil ich dachte, den brauchen wir sowieso nicht. Toll. Habe ich gut gemacht. So. Jetzt möchte ich nur mal schnell gucken, wenn wir den Wolf ausnehmen. Ich weiß nicht, wie lange das Feuer... Also, ich weiß nicht, wie lange das hier dauert. Na. 25 Minuten, dann holen wir uns das Fleisch. Die Gedärme lasse ich jetzt einfach mal... ist eigentlich eine gute Idee, ja. Ich sehe witzigerweise gerade nichts. Ich weiß nicht, wo ich bin. Sekunde. Ja. Okay. So.
Ja, man Streichhölzchen, das geht auch. So. Ist das noch an? Ja, ne? Okay. So. Wie viel haben wir noch übrig? 25 Minuten. Dann schmeißen wir das noch rein ganz kurz. Und dann machen wir hier mal das Wolfsfleisch. Dass wir einfach so viel garen wie möglich. Ja, ich muss, wenn man gerade irgendwas zubereitet etc. Stimmt, ja. Wenn ich es gare und so, dann muss ich die Lampe natürlich ausmachen. Ist durchaus ein berechtigter Ansatz. Na, reicht's noch? Nee, oder? Na, hat sogar noch gereicht. Okay. So, ein Wolfsfleisch haben wir noch übrig. Das passt aber. Wir sind ausgelaugt. Das ist weniger gut. Puh, jetzt wird's langsam aber sicher. So, ich hau mir mal ganz kurz noch was rein. Dann sind wir da zumindest mal auf dem aktuellen Stand. Dann muss ich mal gucken. Wie war das? Eins, ne? So. Mal ganz kurz hier. Ich schaue mich jetzt mal ganz kurz nochmal um, was wir hier noch rumliegen haben. Was ist das? Nichts. Okay. So. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Hier haben wir noch eine Tür. Oberen Damm verlassen. Wo komme ich denn dahin, wenn ich da rausgehe? Ich kenne diese Tür gar... Ich kenne diese Tür gar nicht, witzigerweise. So. Okay, das war's. Wir können nur noch laufen. Ich glaube, da oben ist auch nichts mehr. Jetzt ist die Frage... Ich habe natürlich clevererweise keinen Schlafsack da. Das heißt, wir können hier nicht schlafen. Ah ja, da ist noch eine Leiche. Dann holen wir uns die auch mal schnell. Na, Glückwunsch. Schokoriegel. Lange Baumwollunterhose. Na, toll. So. Okay. So. Mal ganz kurz. Kann ich die... Okay. Dann ziehen wir die mal an, dann ist uns gleich wärmer. Genau, die sind kälter. Die sind auch kälter, okay. So. Jetzt muss ich langsam aber sicher nach Hause. Ich hoffe, wir schaffen es bis nach Hause. Ohne zu sterben. Das wäre sehr schön. Essen und Trinken haben wir jetzt genug. Was heißt genug? Es sollte noch für einen Tag reichen zumindest, oder zwei Tage. Aber wir müssen ja auch erstmal wieder zurück. Und, ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schaffen. Uns ist auf jeden Fall warm, wir sind nur sehr erschöpft. Ja, gesättigt sind wir auch, das heißt, das passt. Boah, ist das jetzt... Das wird jetzt lustig werden. Auf dem Weg kommen uns jetzt 10.000 Wölfe dann entgegen. Weil wir Fluffy getötet haben. Und so heißt nämlich dieser Hund hier, der in dem Damm ist. So. Lalalalalala. So. Ja, ganz müde die Treppen raufstapfen noch. Und dann hundemüde in die eisige Kälte. Das heißt, eigentlich müsste man ja dann so ein bisschen wach werden dann auch. So kurzzeitig zumindest. Weil das ja doch ein kleiner Schock ist, wenn man von der Kälte kommt. So. Nein, das machen wir mal aus. Nehmen wir die Knarre wieder. So, oberen Damm verlassen. Und ein Wolf und tot. Was? Kein Wolf? Natürlich ist da hinten jetzt ein Wolf. Ist klar. Ah, Mann. Ich lade mal ganz kurz die Patrone nach. So. Und es ist natürlich scheiße kalt. So wie sich das eben gehört. Aber uns wird, glaube ich, nicht ganz so schnell kalt, weil wir jetzt die Wollmütze auch gefunden haben. Und die andere Wollhose, die wir haben, auch ein bisschen besser ist. So, da ist ein Wolf da hinten. Den habe ich gesehen.
Da ist er, der Gefreite, Gevatter. Kann ich eigentlich auch unten rum? Ich kann, glaube ich, auch unten rum, oder? Weil ich würde mich jetzt echt ungern mit dem anlegen. Ja. So viel dazu.